Hallo, ich bin Katharina und ich helfe Menschen, die für sie optimale Ernährung nach TCM zu finden. Ich möchte dir heute ein Buch vorstellen, das ich mir selber vor kurzem besorgt habe und von dem ich sehr begeistert bin. Und zwar von Florian Ploberger, das große Buch der westlichen Kräuter. Wenn du dich also für Kräuter interessierst, und da selber ein bisschen experimentieren willst von der Wirkung her, lege ich dir das Buch sehr ans Herz. Florian Ploberger versucht die Prinzipien der TCM-Kräuterrezepte auf die westlichen Kräuter zu übertragen. Das heißt, er ordnet die westlichen Kräuter nach den Prinzipien der TCM-Kräuter, das heißt, ob sie Blut stärken, ob sie das Qi stärken, ob sie wärmen, ob sie kühlen, nach den Geschmäckern, bitter, süß und so weiter. Und er erklärt in diesem Buch auch, welcher Geschmack wie wirkt, welche thermische Wirkung wie wirkt, bei welchen Symptomen und so weiter das angewendet werden soll. Ich zeige dir mal drei Beispiele aus dem Buch. Zum Beispiel echter Lavendel. Und da beschreibt er immer zuerst, welche Teile der Pflanze verwendet werden. Zum Beispiel bei Lavendel sind es die Blüten. Der Geschmack ist leicht bitter, leicht scharf. Die thermische Wirkung ist kühl. Und die Organzuordnung ist Leber und Herz. Die Dosierung 2 bis 6 Gramm nimmt man. Funktionen und Anwendung, schreibt er dann noch. Funktionen zum Beispiel beruhigt den Geist, wirkt mild Qi-Stagnationen entgegen und klärt Hitze. Und Anwendung bei, das sagt er dann wirklich die konkreten Symptome bzw. auch westlichen Krankheiten, bei denen Lavendel angewendet wird. Zum Beispiel bei Bindehautentzündung, Unruhe, Angst, Herzklopfen oder Dermatitis, Entzündungen der Haut. Ein weiteres Beispiel ist, was ich dir zeigen möchte, ist die Mandarinenschale nach demselben Prinzip ist scharf, bitter und wärmend und trocknet Feuchtigkeit, wandelt Schleim um. Interessant bei Husten mit viel Schleim zum Beispiel. Das dritte Beispiel, das ich dir noch zeigen möchte aus diesem umfangreichen Buch, ist die Schafgarbe. Die hat einen Bezug zur Leber, wirkt speziell Leber-Qi-Stagnation entgegen. Gut zum Beispiel bei Verdauungsproblemen, bei Menstruationsschmerzen oder auch bei hohem Blutdruck, bei Hypertonie. Was du in diesem Buch auch findest, sind dann wirklich ganze Rezepturen, die für bestimmte Symptome und Krankheiten westlicher zusammengestellt sind. Zum Beispiel gibt es eben Rezepturen, die das Blut stärken, Rezepturen, die das Milz-Qi stärken und so weiter. Und da kombiniert Ploberger die Kräuter genauso, wie es die TCM-Ärzte und Ärztinnen mit den TCM-Kräutern machen. Das ist interessant, deswegen möchte ich dir das kurz erläutern. Und zwar gibt es immer das Kaiserkraut. Das ist das Wichtigste von der Wirkung her, also das die Hauptwirkung. Zum Beispiel, wenn ich eine Erkältung bekämpfen will, also die Windkälte weghaben will, dann nehme ich als Kaiserkraut Ingwer. Dann gibt es das Ministerkraut. Der Minister unterstützt den Kaiser in seiner Wirkung. Da kann man zum Beispiel dann Zimt dazu nehmen. Wirkt ebenfalls erwärmend, erhitzend und treibt den Erreger nach außen, wenn man frisch erkältet ist. Als drittes braucht man ein Polizeikraut. Das Polizeikraut hat die Wirkung, die unerwünschten Wirkungen der Kaiserkräuter und Ministerkräuter abzumildern. Zum Beispiel ist Ingwer und Zimt sehr erhitzend und kann damit das Blut schädigen. Deswegen nehme ich als Polizeikraut zum Beispiel Pfingstrosenwurzel, um das Blut zu schützen. Und dann gibt es noch das Botschaftskraut. Das Botschaftskraut schickt die Wirkung des Rezepts in einen bestimmten Teil des Körpers. Zum Beispiel gibt es die Lindenblüten, die kennst du vielleicht auch als Lindenblütentee bei Erkältungen. Lindenblüten schicken die Wirkung in die äußere, also in die Oberfläche des Körpers, in die Hautoberfläche, um sozusagen das Schwitzen
zu fördern und das den pathogenen Erreger rauszuwerfen. Es gibt auch zum Beispiel die Beerentraubenblätter, die einen Bezug zur Blase haben. Wenn man Blasenprobleme hat, gibt man das dazu, um die Blase zu adressieren. Oder ein letztes Beispiel, das auch recht bekannt ist, der Löwenzahn. Der hat einen Leberbezug. Das heißt, Löwenzahn dirigiert die Wirkung des Rezepts zur Leber. Ja, insgesamt sehr interessant und ein lohnendes Thema. Und das, der Vorteil ist, du kannst die westlichen Kräuter, die meisten davon, ohne Rezept in jeder Kräuterdrogerie oder Apotheke bekommen und selber ein bisschen rumexperimentieren. Und dazu ist dieses Buch von Florian Ploberger ein gutes Hilfsmittel. Ich blende den Link dazu, wo du Infos zum Verlag holen kannst, wo du es besorgen kannst, unten ein. Und ich freue mich, wenn du mal auch bei meinem Blog vorbeischaust, um auch zu sehen, wie du dich mit Ernährung nach CCM gut unterstützen kannst. Interessanterweise sind die Wirkungen Geschmack und thermische Wirkung, wärmend, kühlend und so weiter, bei den Nahrungsmitteln genauso wichtig wie bei den Kräutern. Du könntest dir sogar mit den Nahrungsmitteln das Rezept so zusammenstellen wie mit den Kräutern. Also auch mit Minister, Kaiser, Polizei und Botschaft. Aber das wäre natürlich das Thema für ein neues Video. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Katharina.